herzlich willkommen in der Wüste von Minecraft. Die Wüste in Minecraft ist ein trostloser Ort. Und mit den Mods, die in diesem Pack dabei sind, wird sie zusätzlich noch brutaler. Denn nicht nur Zombies und Skelette treiben hier Unwesen, nein, es gibt noch riesige Insekten, gefährliche Wüstenkrokodile, unbarmherzige Räuber und vieles mehr. Während es an der Oberfläche vereinzelt Wasserlöcher und Dörfer gibt, finden wir unter der Erde Minenschächte und alte vergessene Grabkammern. Auch Tempel und Ruinen warten nur darauf, erkundet zu werden. Wer würde sich an einen Ort wie diesen wagen? Richtig, niemand anderes als Crocodile an die Freund aller Minecrafter, Bezwinger von Drachen, Baumeister der ersten Stunde und Abenteuer. Okay, 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 es reicht. Also ich halt. Meine Aufgabe wird es sein, die Wüste zu neuem Leben zu erwecken und eine Metropole zu errichten, in der Dorfbewohner sicher sind, Händler gerne ihre Waren feilbieten und Räuber sich die Zähne an den Mauern ausbeißen. Steigen wir also ein in 100 Tage Minecraft in der Wüste. Können wir darüber sprechen? Direkt neben dem Krokodil spawnen? Ist nicht die feine Art. Das ist Tag 1, Sonne geht auf. Und ich wollte gerade sagen, weit und breit nur Wüste. Aber wie viel Glück haben wir? Es ist direkt eine Oase nebenan. Ich sammle trotzdem mal ein paar Stöckchen auf. Und an der Oase spawnen auch Tiere ohne Ende. Den Ort müssen wir uns merken. Und da sind sie, diese riesigen Insekten, von denen ich gesprochen habe. Ein Setzling. Palm Sapling. Und wir farmen gleich mal das erste Holz hier. Und da vorne wären Steine für erste Tools. Ich glaube, das nutzen wir direkt alles. Zack, einmal eine Werkbank und eine Spitzhacke. Und dann sausen wir darüber. Halten uns vor diesem ekligen Ding hier fern. Da gehen wir ganz sicher nicht runter, zumindest nicht jetzt. Aber wir bauen das Stein ab, der hier ist. Und dann machen wir uns die wichtigsten Tools. Axt, Spitzhacke und in der Wüste natürlich eine Schaufel. So, oh, was haben wir hier? Kelb? Haben wir hier Kelb gefunden? Hier gibt's echt alles. Fantastisch. So eine Oase ist toll. Ich baue mal gleich die ganzen Bäume ab. Okay, sämtliche Schafe, Kühe und Schweine lasse ich hier am Leben, weil ich vermute, dass es in der Wüste schwierig genug sein wird, hier an irgendwelche Tiere ranzukommen. Wir kommen zurück. Vielleicht wächst ja die eine oder andere Palme wieder für Schatten. Gut, wir gehen einfach mal in irgendeine Richtung. Wir müssen uns schließlich in dem Land ein bisschen auskennen, um uns dann einen Ort zu suchen, an dem wir uns niederlassen wollen. Oh, eigentlich haben wir genug Holz, ne? Aber wir können das auch mitnehmen. Ein Monolith voraus. Ich denke, den kann man weitestgehend für Rohstoffe hernehmen. Aber den lassen wir stehen. Und das Ding am ersten Tag ist doch ein gefundenes Fressen. Hoffentlich finden wir da gleich gute Sachen für unsere Ausrüstung. Wir müssen nur dran denken, Essen wird eine Geschichte werden und Trinken brauchen wir auch. Und die Spinne nehmen wir auch auseinander. Haben wir. Dann gehen wir hier runter. Und natürlich nehmen wir das ganze TNT mit. Wir sind ja nicht doof. Dann checken wir die Kisten. Knochen, sicher gut. Oh, Behutsamkeit brauchen wir ganz sicher für Gras und so. Wie gut das Buch. Loyalty, keine Ahnung, ob wir jemals, wir werden niemals einen Dreizack hier haben. Aber Looting 2 ist auch wieder, ey, diese, das ist ja mehr als rentiert. Pferd? Können wir jemals ein Pferd haben? Vielleicht. Ey, was für ein Glück haben wir bitte. Habt ihr das gesehen? Mending war auch dabei. Eisen, weiß ich nicht, ob man hier finden kann. Haben wir auf alle Fälle nicht gefunden. Warum nehme ich eigentlich die Kisten mit? Dann spare ich mir wieder ein bisschen Holz. Wir müssen hier an alles denken. Mein Ziel wäre es, irgendwo ein Wüstendorf zu finden, bevor die Nacht hereinbricht. Aber bisher habe ich nur einen Tempel und Monolithen gefunden. Eine Schlucht und ein Mineshaft mit einer Kiste. Das Spiel weiß schon, wie es mich ablenkt. Kann ich eigentlich aus diesen Kakteen irgendwas machen? Okay, bisher noch nichts gefunden, was ich sinnvoll daraus machen könnte. Wir müssen uns erstmal irgendwie aufs Überleben konzentrieren. Und hier unten habe ich schon Eisen entdeckt. So viel Glück muss man erstmal haben. Name Tags, es ist alles hier, was wir brauchen. Das nehme ich mit, weil dann habe ich was zum Essen. Diamanten habe ich gefunden, bevor ich irgendein Eisen abgebaut habe, ey. Du sollst aufhören, du musst dir einen Platz zu schlafen suchen. Nö, ich will noch mehr Eisen. Emeralds gibt's auch. Nein, die bauen wir nicht ab. Das ist einfach zu schön. Wir kommen wieder. Oh, es ist schon Nacht geworden. Ich darf mich nicht so leicht ablenken lassen. So, hier ist auch schon der erste Kumpane, den wir aus dem Weg gehen werden. Ich suche eine freundliche Übernachtungsmöglichkeit. Oh, oder wir laufen zurück zur Oase. Die Schafe, wenn wir die scheren, haben wir ein Bett. Oder eine Schlange. Hier haben wir einen Brunnen, aber wir suchen was, wo wir nächtigen können. Okay, wir wissen, wir hätten uns darauf fokussieren sollen, erstmal Essen und Trinken dran zu schaffen. Und nicht wie doof drauf los. Aber nachher ist man immer schlauer. Die Wüste hört gar nicht auf. Okay, da vorne ist ein Schwein. Ich bin nah an meiner Oase, da ist ein Schaf. Einbuddeln, glaube ich, ist die Lösung. Das ist unser erstes Zuhause. Herzlich willkommen im Sandloch. Wir brauchen das Sandloch, um zu Stein runterzukommen. Das ist keine gute Idee. Wir müssen an Stein runter, damit wir einen Ofen machen können. Wir haben nur 4 Steine. Hey, aber Kohle gefunden. So, Werkbank aufstellen. Und wir brauchen 3 Glas. Für Flaschen, damit wir was trinken können. Und können schon mal eine Schere craften für
Wolle. Und es gab da so eine coole Waffe, die ich machen wollte. Eigentlich eine Hellebarde, aber da fehlen uns 2 Diamanten. Aber es gibt noch den Vorgänger der Hellebarde hier irgendwo. Speer ist ein bisschen, wäre nicht schlecht, glaube ich. Das hier ist das Ding. Wir brauchen einen Pole und 2 Diamanten. Wie machen wir den Pole? Eine Schnur, 3 Stöckchen. 2 Diamanten dran und wir haben eine super starke Waffe. Die hat nämlich eine höhere Reichweite und irgendwie Sweep. Das heißt, wahrscheinlich können wir damit mehrere Leuten auf einmal schaden oder so. Brustplatte, wir leben länger. Und dann natürlich unsere Glasflaschen. Erstmal soweit sicher. Glasflaschen auffüllen. Okay, Zombies kommen von allen Seiten, aber wir haben es im Griff. Der größeren Reichweite stehen wir auch gut da. Und wir packen mal in die Kiste alles rein, was wir jetzt gerade nicht mit uns rumschleppen müssen. Dann scheren wir einmal das gute Schaf. Oh, nicht ertrinken. Sammeln ein, was wir hier noch finden können. Gibt es irgendwelche Wanderer, die dieses Zeug fallen lassen, wie es ausschaut? Reaper haben wir ausgeschalten. Ich suche die anderen Tiere. War da nur ein Schaf? Ja, Krokodil. Und das Schaf hat schon wieder Wolle. Sehr schön. Jetzt gibst du 3, dann können wir uns auch schon das erste Bett machen. Ich glaube, das Krokodil hat es aufs Schaf abgesehen. Da musste ich mich einmischen, Entschuldigung. Aber das geht nicht. Und ich glaube, das zweite Krokodil hat gerade mein Schaf gefressen. Ja, ich bin sauer. Ich habe Gott sei Dank eine Waffe mit sehr langer Reichweite. Aber ich bin wirklich sauer, das gibt's doch nicht. Ich hatte hier ein Schaf. Gott sei Dank habe ich die nötige Wolle schon rausgeholt. Okay, wir müssen irgendwie die Tiere in Sicherheit bringen. Ich habe Setzlinge. Okay, wir müssen diese kleine Oase etwas ausbauen, damit wir hier gut starten können. Und dann machen wir uns auf die Suche nach einem Dorf oder nach was Besserem. Weil hier an dieser kleinen Oase kann ich meine Metropole noch nicht bauen. Da brauchen wir was bisschen Größeres. In der Wüste Ackerbau. Und jetzt hat gleich Knochenmehl. Oh, dann bekommen wir hier Büsche. Interessant. Das Weizen nutze ich nämlich jetzt, um auf alle Fälle mal alle Tiere, beziehungsweise die kann ich nur mit Kartoffeln locken. Und Kartoffeln haben wir nicht, wir haben nur Melonen bekommen. Das sieht vielleicht in erster Linie jetzt mal noch nicht so verlockend aus, ihr Lieben. Aber glaubt mir, wenn's Krokodil kommt, seid ihr froh, wenn ich euch da ein Dach über den Kopf baue, okay? Was ist das? Was bist du? Ey, das war ein Tornado, der mich hier gerade durch die Gegend geschmissen hat. Ein Tornado, den ich angreifen kann? Okay, die Wüste hält schon ganz spannende Sachen bereit hier für mich. Wir brauchen einfach ein kleines Häuschen. Wir bauen uns da oben ein kleines Häuschen, dann sind wir vor diesen Dingern sicher. Okay, wir sind zufrieden. Es ist nichts Hochwertiges, aber es ist etwa so, wie wir die Nacht drinnen verbringen können. Oh, ich finde es irgendwie, ist nett. Vielleicht sollten wir noch irgendwie Leiter anbringen, dass wir nach oben kraxeln könnten, wenn es wäre. Dass wir vom Dach aus vielleicht noch verteidigen. Ohne Falltür natürlich. Dann können wir auch zumachen, wenn mal am Dach irgendwas los ist. So, fertig ist unser Häuschen. Unser kleines Haus an der Oase. Hier lässt sich's leben. Nur das Essensproblem ist, wenn wir noch ein bisschen in den Griff kriegen und dafür... Okay, die Frage ist, kann ich mit so einem... Roten Beete ein Schwein locken. Das wäre mir nämlich echt ganz lieb. Ja, Schwein mag rote Beete. Ich suche gleich noch deinen Freund Schweinchen. Ihr dürft bei den Kühen wohnen in der Nähe. Dann muss ich nur noch da oben zumachen. Ja, tut mir leid, ich weiß, es gibt schönere Orte. Kommt noch. So, und damit neigt sich ein weiterer Tag dem Ende entgegen und ich würde sagen, Tag 3 haben wir uns ein gutes Stück mehr Sicherheit gemacht. Auch wenn unser Essen noch nicht so ganz gut läuft. Ich habe gerade herausgefunden, dass ich aus Crocodile Scoots, also Schuppen, einen Schuppenpanzer machen kann. Nur die Brustplatte. Aber die hat 7 Rüstung und einmal Toughness. Und ich habe hier nur 6. Also wenn ich noch das ein oder andere Krokodil morgen dann umhaue, könnte ich mir vielleicht so eine Rüstung bauen. Gute Nacht. Tag 4. Tag des Krokodilejagens. Denn wir haben 4 Stück davon und brauchen 8 Stück. Weil ich bin gespannt, ob das jetzt mein Todesurteil ist oder ob das funktioniert. Aber wir haben so eine große Reichweite. Ich kann die ganz einfach so kaputt machen tatsächlich. Sehr gut, dies hat leider keine Schuppen gedroppt. 5 haben wir, wir brauchen noch mehr. Aber an Krokodilen mangelt es uns hier tatsächlich nicht. Da vorne wäre ein weiteres Wasserloch. Wir können mal schauen, ob das von der Größe her passt, dass wir dort unsere... Boah, da sind viele Krokodile. Dann könnten wir hier vielleicht unsere Stadt errichten. Unsere Oase errichten. 7, 8. Okay, wir haben alles für unseren Panzer. Das könnte von der Größe schon gar nicht so schlecht sein. Aber es ist immer noch nicht perfekt. Mal schauen. Zurück im Häuschen machen wir uns auf alle Fälle diesen Krokodilpanzer. Cover me with goods. Aber ich glaube, wir können keine Hose oder so machen. Geht wirklich nur dieser Panzer. Aber ich meine, der schaut cool aus, oder? Wir müssen unser Nahrungsproblem angehen.
Das geht so nicht. Ich muss einfach noch mehr von diesem See hier beanspruchen für Pflanzen. Ich will nicht alles, aber doch schon recht viel. Und das heißt, wir lassen hier mal ganz kurz welche wachsen. 2 Weizen opfern wir auf alle Fälle für die Kühe. Und ja, ist immer noch eine temporäre Lösung, keine Sorge. Und aus dem Rest machen wir ins Brote. Ich habe mich schon eine Weile gefragt, was diese dunklen Sandflecken sind. Nichts Gescheites, wie es ausschaut. Ah doch, Compressed Sand. Den kann ich zu 9 Sand machen. Das heißt, wenn ich mal Sand brauche, baue ich Compressed Sand ab, weil da bekomme ich Unmengen Sand draus und kann entsprechend leicht auch Sandstone machen. Das ist gut. Das merken wir uns. Nachdem es schon fast wieder Abend wird, möchte ich gar nicht so weit von meiner Base weggehen, aber ich denke, eine kleine Erkundungstour hier in diese Spinnenhöhle, das können wir uns vielleicht schon wagen. Okay, wir bauen mal gleich am Eingang hier welche ab, damit wir rausflüchten müssen, nicht irgendwo hängen bleiben, das wäre ganz schön doof. Dann freuen wir uns über die riesige Menge an Fackeln, die wir mitgenommen haben. Bild mir ein, da unten sind Spawner drinnen. Das sind wahrscheinlich so Spinneneier. Ja, und nicht ganz hin, um ihn abzubauen. Aber wir haben hier eine sehr, sehr gute Position. Jetzt hat. Okay, den haben wir geschafft. Okay, aber ich sehe auch nicht wirklich irgendeinen Loot jetzt hier. Wir müssten da mal rein. Aber wie kriege ich die hier zu mir hoch? Dass sie so ein bisschen Interesse zeigen. Oh. Zu viel Interesse. Zu viel Interesse. Zu viel Interesse. Das hätte ich mir gern gespart, dass vergiftet werden. Ah, ich habe doch nicht genug Essen, um mich hier wieder zu heilen. Irgendwie müssen wir doch mal schauen, dass wir Wasser trinkbar machen können. Das wäre doch auch eine Aufgabe, die wir machen könnten, bevor wir weiter erkunden. Da brauchen wir einen Water Purifier und den machen wir mit Kohle, mit Sand und mit Planken und Glas. Water Purifier. Hören wir doch gleich mal hier auf. Wie funktioniert das? Glasflasche rein, Glasflasche da rein. Oh. Brauche ich da wieder irgendeine Kohle oder irgendwas? Ich vermute. Ja, tatsächlich. Boah, aber das wird ja super aufwendig. Da brauchen wir dann Trichter und eine Kiste mit Flaschen und so Zeug, damit sich das in irgendeiner Art und Weise rentiert. Und da kann man immer nur einen rausnehmen. Wir brauchen da auf alle Fälle ein automatisiertes System in Zukunft. Und dann würde ich sagen, brechen wir einmal auf. Da vorne hatte ich ja noch eine kleine Oase gefunden. Ja, das schaut auch gut aus. Die eine Kuh werde ich auch tatsächlich gleich für meine eigenen Zwecke schlachten. Ein bisschen einem schlechten Gewissen. Nein, danke. So, und auch schon wieder ein bisschen neues Holz. Sehr gut. Schaf, dich komme ich vielleicht bei Gelegenheit holen. Aber jetzt mache ich mich erstmal ein bisschen noch auf den Weg. Haben nicht mehr lang, bevor die Sonne untergeht. Und wir nehmen noch den Tempel dort drüben mit. Rotten Flash, in schlechten Zeiten immer noch ein Essen. Einen goldenen Apfel. Wir nehmen die Kisten mit. Okay, können wir auch alles gebrauchen. Sattel. Emeralds zum Traden. Das sieht doch gut aus. 2 Hasen und beide am Fleisch fallen lassen. Das ist echt gut. Da ist ein kleiner Sonnenschirm. Oh, mit Erfrischungsgetränken, dankeschön. Aber halt nicht mal purified, dafür 2 Kekse. Alles, was wir essen können, ist im Moment perfekt. Hier wächst Zuckerrohr. Zuckerrohr wird wichtig sein. Hier habe ich gar nicht gesehen. Für Verzauberungstisch, weil wir Bücher brauchen. Krass, wie man dieses Krokodil eigentlich fast nicht sieht. Okay, aber hier ist weit und breit auch nichts. Wir schauen mal, dass wir hier außen rum sausen. Irgendwie habe ich gerade Angst, dass ich nie ein Dorf finde. Habe ich vielleicht Strukturen ausgemacht oder so? Ich bin ein großer Fan von diesem Compressed Sand. Wir werden so viel Sand zum Bauen brauchen. Ja, schaut mal. Das Dorf. Und er verschenkt gerade eine Rose. Kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Er weiß aber nicht, dass er nicht mehr lang zu leben hat. Ich brauche das Eisen. Nichts gesagt. First Village. Ja, mein erstes Dorf. Ich komme gleich zu euch, liebe Dorfbewohner. Ich muss nur erst hier kurz einen Prozess machen. 4 Eisen. Hat sich rentiert. Ja, guten Tag. Oh, 32 Knochen für einen Emerald und für 5 Emerald bekomme ich Slimes. Ein Hunter. Ja, das hört sich doch vernünftig an. Wo befinden wir uns? Da ist unsere Oase. Hier ist das Dorf, da ist der See. Ich muss sagen, mir gefällt die Location sogar, weil wenn man sich das auf der Map anschaut, geht hier so ein kleines Hügelsystem außenrum und hier auch. Kann man vielleicht sogar was draus machen. Dann nächtigen wir doch unsere erste Nacht in so einem kleinen Dörfchen. Ich weiß, es sind ein bisschen wenig Betten dafür alle, habe ich das Gefühl. Einzige, was es hier nicht gibt, ist Wasser, wollte ich gerade sagen, und stehen hier beim Wasser. Gibt hier schon Wasser, aber jetzt noch nicht so ultra viel. Aber wir können hier eine, glaube ich, echt hübsche Oase draus bauen. Ich glaube, wir ziehen hierher um. Erstmal schauen, was wir hier kriegen. Earth of Vanishing, Frostwalker, alles coole Sachen. Ich werde lachen, ich lasse dich hier drinnen. Ich gehe hier einfach bei nächster Gelegenheit wieder hin und hole mir die Sachen. Da schon wieder so eine Spinnenhöhle. Gar keinen Bock, von denen gibt es viel zu viel. Ich habe eine Schlange umgehauen. No step on snake. Ja gut, Schlangen haben wir entdeckt. Ich erkunde gerade noch so ein bisschen die Gegend und nehme Rohstoffe mit. Oder später werde ich die sicher brauchen. Ja, auf sowas habe ich gehofft. Da können wir jetzt ein bisschen Eisen organisieren.
Und das tun wir auch noch. Oh, jede Menge Eisen. Sehr gut. Der Stein sieht ja genial aus da hinten. Das müssen wir uns merken, den gehen wir uns holen. So einen weißen Baustein. Ist das Kalzit oder so? Dolomit Cobblestone. Den will ich haben. Der lässt sich auch echt leicht abbauen, aber der ist mega cool. Damit können wir ganz edle Sachen bauen. Vielleicht kann man da sogar Ziegel draus machen. Dann können wir da unseren Weg mitmachen. So einen weißen Weg. Weiße Straßen. Ich habe Kupfer gefunden. Kupfer gibt es grün und rot. Was auch immer wir damit machen können, wahrscheinlich irgendwelche Kupferausrüstung. Tag 8 und es wird Zeit, ein paar praktische Dinge anzugehen. Wir müssen hier ein Feld anlegen, damit wir möglichst an Ressourcen rankommen. Und wir müssen Tiere ranschaffen, damit wir auch unsere Nahrungsversorgung etc. sicherstellen. Wir brauchen Verzauberungstisch, wir brauchen vor allem viel Leder für alles Mögliche. Und das Feld reicht nirgendwo hin und das Zeug wächst hier auch gefühlt gar nicht. Also, wir haben wichtige Dinge zu tun und vor allem müssen wir diese Zombies da unten beseitigen. Das Dorf braucht eine Mauer und was weiß ich alles. Okay, Schritt 1, mehr Gesundheit. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir hier vorgehen. Weil das wird definitiv unser neues Zuhause. Und damit ihr eine kleine Vorstellung kriegt von dem, was in meinem Kopf rumschwirrt, da sind doch überall so kleine Hügel. Es fällt hier überall so ein bisschen ab. Wäre es nicht schön, hier in der Mitte einen kleinen See zu haben, so eine kleine Oase? Wir legen hier eine an quasi. Hier im Bau wird unsere Oase entstehen hier und außenrum können wir Häuschen bauen, wie auch immer. Aber ich würde erstmal einen Stadtteil bauen. Hier, der komplett gesichert ist mit einer Mauer. Dass wir die Dorfbewohner hier drin halbwegs sicher wissen. Schritt 1. Felder. Dafür brauche ich Wasser und Seeds. Und ich denke, ich gehe zu meiner Oase zurück, hole die ganzen Sachen, die ich dort habe. Und dann müssen wir auch Erde ranschaffen. Erde kriegen wir unterirdisch. Wahrscheinlich in Höhlen und so am schnellsten. So, wir nehmen mal mit, was wir so kriegen können. Und wir kommen ganz sicher auch nochmal zurück, weil wir nicht alles tragen können. Tag 9, kleines Lager aufschlagen. Ich schlage mein Lager tatsächlich jetzt einfach mal hier am Hauptplatz auf. Schmeiß alles rein. Ihr kennt das Prinzip. Wir haben ja schon so viel Eisen. Wir machen uns mal noch mehr Ausrüstung, dass wir geschützt sind. Helm, Hose und Eisenschuhe sind immer noch besser als Goldschuhe. Jetzt sind wir schon mal ein bisschen wehrhafter. Und dann nutzen wir das Ganze natürlich für eine Eisenspitzhacke. Und noch eine Eisenschaufel. Wir wollen schließlich Erde ranschaffen. Wir haben nicht viel zu essen. Das wird definitiv unser Problem werden. Aber wir brauchen jetzt unbedingt Erde. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwo einen Höhleneingang finden, den wir nutzen können. Ja. Direkt eingefunden. Fackeln machen wir uns, sobald wir die erste Kohle haben. Oh, hallo. Das war kein Höhleneingang. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Es gibt auf alle Fälle Eisen. Fantastisch. Ich habe mich erschreckt, aber ich habe überlebt und ich habe Erde gefunden. Erstes Eisen, dann die Erde. So, die Eisenspitzhacke hat sich schon wieder garantiert. Nope, nicht auf der Erde springen. So, dann sammeln wir mal die Erde hier auf. Sehr gut, ist auch nicht gerade wenig. Perfekt. Kohle nehmen wir auch noch ein bisschen mit, obwohl ich eher dazu tendiere, dass wir uns Lava für die Öfen holen, statt die Kohle dafür zu nehmen. Aber ihr wisst ja, Fackeln ist ja auch ein Thema. 1, 2, 3 Stacks Erde. Da können wir richtig was mitmachen. Die Frage ist nur, wo machen wir unsere Farmen? Eigentlich da, wo diese zwei Häuser stehen. Das könnte auch ganz... Da machen wir denn hier die Farmen hin. Hier machen wir so Terrassen, die Farmen. Und dann kommt das, da wird alles wird unter Wasser gesetzt. Da, wo die Höhlen sind, einfach unter Wasser gesetzt. Ich würde tatsächlich jetzt alle unsere Knochen opfern, um weitere Setzlinge zu bekommen und die Felder weiter auszubauen. Das wäre jetzt meine erste Priorität gerade. Da, fürs Erste sind das mal die Felder. Da kommen noch mehr dann dazu, keine Sorge. Aber wir brauchen aktuell eigentlich gar nicht mehr. Wir haben jetzt Kupfer. Ich wollte mal schauen, was wir mit dem Kupfer machen können. Wahrscheinlich auch Werkzeuge, das ist klar. Kupferblöcke, Kupfernuggets und auch Kupferausrüstung. Schild aus Kupfer, Bogen aus Kupfer, Axt, aber jetzt keine Werkzeuge oder so, wie es ausschaut. Gut, ist jetzt nicht das Material, was ich so zwingend brauche aktuell. Was wir brauchen, ist mehr Holz. Mehr Holz kriegen wir dadurch, indem wir mit Emeralds Holz kaufen beim Forester. Da oben ist dieser Ozean-Dude. Der Forester wäre wahrscheinlich da unten. Ist halt... Ja, ich kauf bei ihm jetzt einfach mal. Aber wir müssen uns überlegen, wie wir an Emeralds rankommen, weil Knochen möchte ich ungern verkaufen und Birkensetzlinge woher? Ich meine, ne? Wir müssen irgendwas ranschaffen, was wir dann noch verkaufen können, weil bisher schaut es schlecht aus, an Emeralds ranzukommen, außer halt durchsuchen und finden. Was wir machen können, ist, wir können ein bisschen Holz sparen, indem wir keine Sticks produzieren, sondern wir können Fletcher machen und dem Sticks traden, weil an Sticks kommen wir ja verhältnismäßig leicht. Also wir brauchen einen Bogner, dem wir Sticks verkaufen können. Also wenn wir das nächste Mal Kies finden, dann machen wir Flint. So, dann haben wir eine Menge Zäune und ein Zauntor, nur weil ich es zu schlecht geschalten habe. Naja, okay. Dann können wir nämlich unser erstes Kuhgehege planen. Ich würde mit den Kühen anfangen, denn die geben Fleisch und Leder, wenn wir sie schlachten. Also das ist definitiv schlau.
Die Größe muss fürs erste Mal reichen, würde ich sagen. Gut, wir sollten direkt losziehen. Wir wissen alle, das dauert eine Weile, Tiere zu transportieren. Deswegen sausen wir zurück zur Oase und schauen, dass wir alle Tiere hier rüberbringen. Sollen wir die Schweine gleichzeitig mitnehmen? Boah, aber das mit diesen Alligatoren wird so eine Sache für sich werden, ne? Denen müssen wir ausweichen. Und da sind ja Unmengen dabei. Was ist denn hier los? Warum? Ja, wir müssen die umgehen, das hilft nichts. Ui, schaut mal, an unserer Aase ist schon eine zweite Palme gewachsen. Hübsch. Hier rüber müssen wir. Also wir können schon schauen, ob wir noch was mitnehmen. Ja, den Purifier können wir allgemein mitnehmen, glaube ich. Rote Beete in die eine Hand, Weizen in die andere, Tiere alle raus. Alle dranbleiben, wer nicht dranbleibt, läuft Gefahr, gefressen zu werden, okay? Keine Drohung, ist die Tatsache. Wisst ihr was, wenn so ein, zwei Kühe abwandern, dann komme ich nachher zurück und esse sie. Weil das dauert sonst ewig. So, da vorne war Alligator-Terrain, da müssen wir außen rum. Ich kann das neue Gehege schon sehen. Das hat übrigens kein Gras, falls ihr das hofft. Ja, ich weiß, grauenvoll. Wir kümmern uns auch noch um Gras, aber wir müssen erstmal gewisse Notwendigkeiten schaffen. So, alle rein, alle rein, alle rein, alle rein, alle rein, alle rein, alle rein. Du auch? Ja, du möchtest auch reinkommen. Jetzt gibt's für die Kühe was zum Essen, für die Schweine habe ich leider noch nichts. Es tut mir leid, aber einer dieser Kühe... Entschuldigung. Entschuldigung. Ich vergesse immer, dass man auch trinken muss zum Heilen. Jetzt werden wir erst geheilt. Felder sind angesetzt, Tiere sind da. Ein bisschen Tiere vermehren wäre gut, aber dann wäre auf alle Fälle mein Plan, wieder in die große weite Welt hinauszuziehen, um bessere Ausrüstung zu finden. Dafür ein bisschen meinen, aber auch erkunden. Irgendwelche Dinge erforschen. Das heißt, ich mache jetzt noch ein klein bisschen Arbeit hier, während ich die Tiere vermehre und dann ziehen wir los. Tag 15 und wir können noch nicht ganz losrennen und erkunden, denn es gibt noch eine Kleinigkeit, die wir zuerst machen müssen und das ist Zuckerrohr. Wir müssen Zuckerrohr anbauen und mir fällt gerade auf, ich habe eh nur 6, es ist gleich erledigt. Das ist der Anfang unseres Verzauberungstisches. Ja, so ist es. 19 Weizen schon wieder. Das geht schon verhältnismäßig schnell, auch wenn die Reihen sehr unregelmäßig reif werden, geht das schon. Dann wollen wir nochmal alle Kühe, die wollen, vermehren. Essenstechnisch sind wir erstmal einigermaßen gut aufgestellt. Getränketechnisch ist wichtig, immer einen Eimer dabei zu haben und eine Wasserflasche, dann geht das schon. Ich glaube, soweit sind wir gut aufgestellt. Gehen wir mal Richtung Westen, oder? Da waren wir noch nicht wirklich. Oh, ein Händler auf einem Elefanten. Du hängst ein bisschen. Was hat der Elefant dabei? Nicht, dass ich ihn beklauen wollen würde, aber... Dankeschön. Oh, der verkauft Setzlinge. Ey, du wärst mein dicker Freund, wenn ich halt nur Emeralds hätte. 5 Emeralds willst du. Tut mir leid, Kollege, beim nächsten Mal. Da ist eine ganz, ganz große Oase voraus. Wo Wasser ist, sind Krokodile nicht weit. Ich verstehe schon. Vor allem ist Zuckerrohr nicht weit. Hier sind wieder ein paar Wüstenbewohner. Schon 25 Zuckerrohr, das ist gut. Aber noch nichts Spannendes gefunden. Die Wüste ist echt ein trostloser Ort. Aber ich bin zuversichtlich. Ich habe ein Dorf gefunden. Hier bei diesem schwarzen Obelisk, weiß ich noch. Wir sind, glaube ich, von dort hinten gekommen. Karte überprüfen. Ja, so schräg nach da. So, das müsste unsere Heimatrichtung sein. Aber da vorne ist ein weiteres Dorf. Und noch irgendeine Struktur, die wir uns anschauen können. So ein bisschen Sand. Ja, nehmen wir jetzt nicht mehr. Jetzt schauen wir uns mal die Struktur an. Das ist ein Eisengolem. Wir nehmen das extra Eisen gerne mit. Das schaut gut aus. Das werden wir uns auch anschauen. Aber erstmal kümmern wir uns um dieses Dorf. Hier gibt es wieder diese ganz klassischen Dorfbewohner. Oh, einen Engineer. Da kann ich Redstone kaufen und verkaufen. Cool. Ich sag zwar cool, aber du verlierst deinen Werkzeugtisch, weil den nehme ich mit in meine Stadt. Sorry. Eisen eingesammelt. Prinzipiell gibt es hier eigentlich nur Hunter. Alles Jäger, Engineers oder was weiß ich. Oh, ich check's gar nicht. Das ist ja Unmengen Weizen hier. Natürlich nehmen wir das mit. Nur aufpassen, dass ich nicht einem anderen Krokodil reinlaufe. Puh. Das schaut alles ganz gut aus. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt um diese kleine Höhle da hinten. Okay, dann wollen wir doch mal schauen, was da unten ist. Zombie, hallo. Ich glaube, wir sind in einer Grabkammer gelandet oder so. Schaut zumindest so aus. Und irgendwie kommen von überall her hier Zombies. Ich fühle mich hier oben eigentlich ganz sicher. Wie viel sind das denn? Oh, habt ihr das gesehen? Die spawnen da. Da ist irgendwo ein Spawner. Boah, da gibt es doch sicher Loot in so einem Sarkophag. Ich habe das Advancement When in Rome. Oh, wir sind in einer Katakombe. Ja, ich will irgendwie darüber, ohne dann drauf zu gehen. Und dann würde ich da gerne mal schauen, ob da irgendwas drin ist, was wir gebrauchen können. Ja, da ist der Spawner drin. Den müssen wir vernichten, damit wir hier ein bisschen Ruhe bekommen. Da mein Gott, mal alle hier rüber. Fallt mal alle das Loch da rein. Zack, kann ich auf. Hallo? Irgendwann ist auch wieder gut. Ich komm ran. Geh aus dem Weg. Da ist auch eine Kiste. So, jetzt beseitigen wir erstmal alles, was hier so rumrennt. Und dann schauen wir uns die Kiste an. Der hat eine Rübe fallen lassen. Oh, vielleicht hätte es gereicht, wenn ich ihn einfach ausleuchte. Dann hätte ich ihn mal wieder aktivieren können, wenn ich irgendwie Erfahrungspunkte brauche. Das war doof.
Die hören einfach gar nicht. Und der Händler kommt daher. Du kannst mir ein Unbreaking 4 Buch machen. Unbreaking 4 Spitzhacke. Ey, wir sind gerade Typ, dass ich die Eingänge hier verschließen kann und Stück für Stück die Eingänge abarbeite. Es sind so einfach zu viele Möglichkeiten, wo die Monster herkommen. Noch können kleine Monster durch, ich weiß, aber wir sichern uns erstmal gegen irgendwas ab. Dann schauen wir weiter. Das ist der Händler. Ich hab keine Angst vor Zombies. Wenn die Waffe vollgeladen ist, macht sie auch schön Schaden gegen alle auf einem Haufen. Aber er verkauft dieses. Ne, er verkauft noch was Krasses. Fortune 5 und Unbreaking 5, wenn ich ihm Drachenköpfe gebe. Ja, würde ich gern, habe ich nicht. Aber was ich habe, ist hier eine Kiste. Und da schauen wir doch echt mal rein. Ich check mal, dass da nicht eine Falle dran hängt oder so. Nein. Was auch immer das ist: Schlangenbeschwörer und Luck of the Sea 3. Die Kiste ist jetzt noch ein bisschen ausbaufähig. Okay, fürs Erste gut. Und jetzt schauen wir mal, wo die meisten Zombies herkommen. Da gehen wir lang. Das wird der erste Weg, den wir erkunden. Boah, eine bessere Waffe, die dauert mir einfach zu lang, bis sie vollgeladen ist. Die nächsten Diamanten fließen in eine bessere Waffe. Wir leuchten hinter mir. Ich muss da oben auch ausleuchten, fällt mir auf. Was sind Spawnen da ganz natürlich Monster. Schauen wir mal hier runter, was es hier so zu finden gibt. Kakerlaken gibt es auf alle Fälle. Aber ich will ehrlich gesagt gar nicht so blind reinrennen. Zombie-Köpfe, Sackgasse, Laterne, Ende. Irgendwo sind wieder ganz, 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 ganz viele Zombies. Da ist eine Kiste und ein Zombie. Gold ist gut. Wir klappern mal hier links alles ab. Spawner. Oh, ich bin fast abgebaut. Fast hätte ich ihn abgebaut. Ich habe ihn zu spät gesehen. Neuer Versuch. Vielleicht hat auch hier wieder Ausleuchten gereicht. Sicher ist sicher. Oh, das ist ein Labyrinth. Hey, uiuiuiui. Hier kann keiner reinkommen. Da müssen wir nachher runterschauen. Da höre ich sehr, sehr viele Zombies. Das war's. Hier ist nichts gewesen. Wir haben eine Truhe bisher. Also in dem Bereich jetzt. Wir müssen irgendwie weiter runter oder so, vermute ich. Okay. Ich bin tatsächlich in der nächsten Ebene angekommen. Und es gibt natürlich kleine. Hallo, hallo. Da ist eine Kiste. Da ist nichts drinnen. Pilze. Blaue Blume. Das war irgendwann alles irgendwie nett mitzunehmen, aber da was zu schaffen, das wird spannend. Was ist denn hier los? Ich brauche unbedingt Lava oder irgendwas in der Richtung. Einen Lava-Eimer. Das ist ja nicht mehr lustig. Andere Überlegung, ich renne einmal nach oben und schaue, dass ich wirklich irgendwo Lava herbekomme. Aber es rentiert sich. Wir entdecken Neues. Lavasee. Elefantenhändler. Ich habe nichts, aber ich frage dich trotzdem. Ach, vielleicht hat der Elefant wieder was dabei. Sand und eine Banane, die essen wir gleich. Und wieder so ein Shrimp essen wir auch gleich. Der hat leider nicht so viel Spannendes dabei. So, ich hatte mich richtig erinnert, hier war ein Lavasee. Das könnte unser Problem mit den Zombies etwas helfen. Kann ich da Lava rein? Wie habe ich mich jetzt angezündet? Man kann Lavaflaschen machen. Na super. Jetzt habe ich keine Trinkflasche mehr dabei, weil ich eine Lavaflasche habe. Na super. Toll gemacht, Kroko. Super, du hast wieder was Neues rausgefunden. Nein, ist toll. Hast du wirklich schön gemacht. Jetzt kannst du dich nicht heilen, weil du Durst hast. Wir brauchen einen Ofen. Wir machen einen Ofen. Ah, Kroko. In der Zwischenzeit ja schon mal ein paar Zombies verbrennen. Ofen wäre schon mal da. Und in den Ofen kommt jetzt der Sand rein und ein Stückchen. So, ihr dürft alle herkommen, ich habe einen Lavaeimer. Lavaeimer ist für groß und klein, keiner muss hier traurig sein. Glas ist fertig, dann machen wir daraus wieder neue Glasflaschen. Und die Lavaflasche ist zwar schön und gut, dass wir die haben, aber wir brauchen sie einfach nicht, die nimmt nur Platz weg. Diese kleinen Miststücke, ey. Die kriegen mich. Eines Tages kriegen sie mich. Oh Gott, Händler, du machst mich fertig, du schaust aus wie ein Zombie. Ja, wenn ich ein Schildkröten-Ei hätte, würde ich es dir gerne verkaufen. Oh, ich kann 32 Cobblestone für... Ja. Ja, wir machen einen kurzen Deal. Kurze Zeit, wir handeln ein paar Emeralds. Wenn ich meinen Apfel noch nicht gegessen hätte, hätte ich mit ihm traden können. Und ich kann Kohle, Zombiefleisch gegen Kohle tauschen. Hört sich ja fast verlockend an hier. Hier was, ich baue diese Mob-Spawner ab. Ich habe das Gefühl, dass die nicht außer ausgeschalten sind. Und dass die Gefahr gehe ich nicht ein, dass mir hier Unmengen Zombies weiter entgegenspawnen. Ey, jetzt schicken sie schon Creeper in den Kampf. Der hat ihn fast da hochgeboostet, hey. Ich schau mal, dass ich hier reingehe, weil hier könnte ich im Zweifel auch schnell rausflüchten. Oh, nehmen wir mit. Rüben nehmen wir mit. Kartoffeln würde ich ehrlich gesagt auch gerne mitnehmen. Lauf. Wir können hier im Kreis laufen und springen. Alles im Griff. Oh Gott, Entschuldigung. Es tut mir leid. Entschuldigung, okay? Aber es ist schön, dass er mir einfach eine mitgegeben hat. Wenn ich mal irgendwas aus Zombie-Köpfen bauen will, dann weiß ich, wo ich schauen muss. Wupp. Immer vorsichtig sein. Da sind sie, wie es ausschaut. Hallo. Ich habe mich schon gefragt, wo ihr alle seid. Das sieht creepy aus, wie die da hängen. Oh, Skelett mit Schwert. Das hätte schon wieder böse enden können. Hat's nicht, Gott sei Dank. Sag mal, kann man hier Rucksäcke machen? Theoretisch ja, aber die sind alle, glaube ich, disabled, weil die so ausgegraut sind. Kann ich dann, wie hießen denn die anderen, so Bundle machen oder sowas? Nee. Sack. Also wir sollten eigentlich probieren, einen Rucksack zu craften. Ich weiß nicht, ob das funktioniert.
Wir können auf alle Fälle was für Wasser machen, ne? Das müssen wir unbedingt auch noch tun. Jetzt kümmern wir uns mal hier weiter um unsere Katakombe hier. Ja, ihr merkt, ich bin etwas mutiger unterwegs. Wichtig ist dabei immer nur, dass man den Fluchtweg kennt. Spawner. Erwischt. Hallo, my friend. Äpfel gegen Emeralds? Bin ich dabei. Den würde ich gern mitnehmen, aber selten, dass man den trifft und wirklich was tauschen kann, muss ich ehrlich sagen. Ey, das nimmt ja gar kein Ende. Was auch immer das ist. Popel? Wirklich? Und ich weiß, dass da was anders steht, aber es liest sich so. Aber so langsam... Oh, wollte gerade sagen, so langsam rentiert sich das alles hier. Wir haben eine Diamantaxt bekommen. Das ist richtig gut. Da unten ist irgendeine Struktur. Sehr cool. Wieder was Neues zum Entdecken. Oder da geht unsere Katakomben, gehen da unten weiter. Spinnenspawner ist da drin. Jetzt mal schnell da rüberlaufen zum Lapis Lazuli. Wir lassen es runterregen, aber ich schaue mir das da unten eh gleich an. Okay, sieht gut aus. Jetzt wollen wir was rausschmeißen. Die Pfeile und dafür Lapis Lazuli einsammeln, definitiv. Dann checken wir die Kisten, oder? Name Tag. Eisen. CDs lasse ich jetzt mal hier. Auf Musik müssen wir vorerst verzichten. Wollen wir sonst einfach nur Cobblestone, wie es ausschaut. Nee, schade, dass wir uns mal wieder ein bisschen nach oben begeben. Slime. Zu einem Slime sag ich nicht nein. Da war nur irgendwo ein Creeper. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ja, jetzt ist nur die Frage wieder, was fliegt wieder aus dem Inventar raus? Jedes Mal spielen wir dieses Spiel. Den Cobblestone habe ich übrigens nicht dabei, weil ich Cobblestone brauche, sondern einfach, damit ich nicht schnell hochbauen kann. Den Sand will ich ungern rausschmeißen. Wir müssen einfach dieses eine Steak essen. Okay, we got a problem. Ich laufe wie verrückt um mein Leben. Okay, überlebt, aber sehr knapp. Wir können nicht heilen, ich habe keinen Wassereimer dabei. Und da aufmachen wir mal sehen, ey. Schauen wir mal nach hinten. Okay, wir müssen irgendwie an Wasser kommen. Ich glaube, da war Wasser. So, hier geht's raus. Da machen wir uns eine Markierung. Lava war da auf alle Fälle. Ich suche Wasser. Hallo! Die haben sich schon wieder ein bisschen verteilt. Die sind ja drauf. Wer will? Wer hat noch nicht? Oh, wie viel waren das denn? Da war ein kleiner dabei. Ich muss mich von den kleinen achten, nämlich Trottel. Wir müssen irgendwie zur nächsten Wasserquelle kommen. Ich laufe aber auch echt ungern einfach jetzt mitten durch eine Höhle durch. Ich weiß halt auch überhaupt nicht mehr, wo der Ausgang war. Hab ihn! Okay, dann ist jetzt heilen angesagt. Durch die Goldäpfel haben wir echt mehr als genug Saturation gehabt. Aber Wasser war das Problem. Ey, dieses Trinken ist echt der Killer hier. Ich glaube, so langsam habe ich genug. Okay, ich glaube, das war unsere erste Expedition hier rein. Wir kommen wieder. Wir haben das echt ganz gut gemacht. Auch wenn es am Ende jetzt sehr knapp war und wir unsere Goldäpfel verloren haben. Und wenn wir da schon, da geht es ja genauso weiter. Jeder Gang sowas mit sich bringt. Wir müssen unbedingt lernen, Zombies leichter umzuhauen. Mit dem Ding, weiß ich nicht, das hat so lange gedauert. Mit Sweeping Edge vielleicht drauf, obwohl der Sweep drauf hat. Wir haben noch eine Kleinigkeit zu essen. Irgendwie will ich noch nicht direkt gehen. Ich würde gerne noch so einen anderen Gang auschecken. Also ich habe vergessen aufzunehmen, aber es ist nicht dramatisch. Ich zeige euch kurz, was ich verpasst habe. Es war nicht viel. Ich habe hier so ein kleines Camp aufgebaut, noch ein paar Sachen gesucht, bin hier runter, wollte noch einen weiteren Gang auschecken und habe das dabei entdeckt. Ich weiß nicht, was es ist, aber der Loot war jetzt gar nicht so viel besser. Also da waren nicht wirklich viel spannende Sachen drin tatsächlich. Aber ihr seht, es sind auch hier wieder eine Menge Zombies. Und dann habe ich gesagt, ich habe einfach keine Lust mehr. Naja, und deswegen bin ich jetzt eigentlich auf dem Rückweg zu meinem Dorf. Vielleicht ist der Händler noch da. Ich habe ja 7 Emeralds. Das könnte unseren Setzling werden. Wir brauchen doch den Eichenholz-Setzling. Da ist er noch. Dark-Eiche brauchen wir erstmal 10 Emeralds. Normale Eiche. Perfekt. Der Deal wurde gemacht. Vielen herzlichen Dank. Oh, wir müssen uns noch in die Spinnenhöhlen vorwagen. Nicht jetzt. Jetzt widmen wir uns eher konstruktiveren Aufgaben. Dafür nehme ich mir ein bisschen Erde. Eine Erde reicht eigentlich. Und wir pflanzen den Baum einfach mal hier. Ist doch egal wo. Vielleicht beschleunige ich es gleich, weil ich würde echt gern wissen, ob wir Glück haben. Ob wir dann mehr Setzlinge draus bekommen oder nicht. Sonst war die ganze Investition einfach nur umsonst. Ja, also... Das Holzproblem haben wir damit eigentlich weitestgehend im Griff. So, mal schauen, wie lange es dauert, bis die wachsen. Bei den Kühen wissen wir, die wachsen schnell und wir brauchen viele Kühe. Schwein, da können wir auch noch einmal vermehren. Und das Zuckerrohr pflanzen wir direkt an, dass wir hier noch mehr bekommen. Eine zweite Reihe Zuckerrohr ist hinzugefügt worden. Ganz langsam entwickelt sich unser Dorf wirklich zu einer kleinen Oase. Wenn wir schon von Oase sprechen, können wir auch gleich mal über das Thema reden, dass wir hier eigentlich einen See haben wollen. Und ich noch nicht ganz sicher bin, ob ich die zwei Gebäude hier stehen lasse oder eher weg, weil ich würde sie eher wegmachen, um ehrlich zu sein. Ich habe auch schon die Arbeitsblöcke entfernt, das heißt, wir reißen die Gebäude einfach ein. Wirklich, Spitzhacke kaputt. Oh Mann. Aber der Satz Spitzhacke kaputt brachte mich gerade eben auf eine Idee. Auch wenn ich noch keine Möglichkeit habe, wirklich gut an Emeralds zu kommen. Ich kann ja... Wo ist Eisen? Wir können uns ja die entsprechenden Schmiede herholen, damit wir irgendwann Diamantausrüstung kaufen können, falls wir
keine finden. Was ist denn das? Thick Glazed Jar? Wie cool. Wir können Deko-Elemente erstellen. Oh, die können wir dann einfärben und dann schauen die cool aus. Hey, wir kriegen Deko-Elemente. Wie cool. Ich sag's euch, unsere Metropole wird genial ausschauen. Lass mich schon wieder ablenken. Eisen war die Sache, ne? Eisen habe ich. Dann Schmiedetisch. Ja, wir brauchen andere Dorfbewohner, neue Dorfbewohner. Wir haben recht wenig Dorfbewohner, kann das sein? Naja, du musst dann nochmal einen Job annehmen und da steht ihr echt doof. Muss man auch einfach mal gesagt haben. Oh nee, aber da muss ich erstmal den ganzen Krampf kaufen, bevor ich irgendwas Gescheites kaufen kann. Ich brauche irgendeinen, mit dem ich gut handeln kann. Wir brauchen den Fletcher. Wir müssen Sticks und so traden. Ich glaube, das ist das Einzige, wie wir an Emeralds kommen. Und das wäre der Waffenschmied hier, okay. Aber den Waffenschmied brauchen wir nur bedingt. Und dann craften wir uns den Rüstungsschmiedeofen. Einmal normaler Ofen. Und da kommt Eisen außenrum und das unten drunter. Und wir haben hier den Blast Furnace. Dann wirst du leider deinen Job kurz los und bekommst einen neuen. Und da könnte man schon einen Helm kaufen und Kohle verkaufen. Könnte eventuell eine Option werden, tatsächlich, um an Emeralds zu kommen. Irgendwie müssen wir an Emeralds kommen. Ich habe hier mal die wichtigste To-Do-Sache hingeschrieben. Verzauberungstisch. Den sollten wir recht schnell hinbekommen, denke ich. Wir brauchen bloß 2 Diamanten. Und für den Verzauberungstisch brauchen wir natürlich viele Bücher. Aus dem Grund brauchen wir Leder und Zuckerrohr. Und beides besorgen wir jetzt einfach mal ein bisschen. Jetzt sind wir nämlich an dem Punkt, an dem unsere Essensversorgung relativ sicher ist. Ihr seht, die Felder sind sehr, sehr gut ausgewachsen. Die Kühe werfen Leder ab. Es wird also. Das heißt, die Abenteuer, die wir jetzt halt machen, werden besser, stärker, länger und so weiter und so fort. Wir brauchen also jetzt noch Obsidian und Diamanten für den Verzauberungstisch. Also auch Diamanten für eine Spitzhacke. So einfach wird es wohl doch nicht werden. Tag 25 bricht an. Wir bereiten uns für weitere Abenteuer vor. Schild tauschen wir gegen ein neues aus, würde ich sagen. Die Fackeln stocken wir auf. Den Wasservorrat fülle ich auf. Schauen auch unsere Essensmenge. Sehr gut, ist auch gleich soweit. Und dann beginnen wir das Abenteuer noch dort, wo wir zuletzt aufgehört haben. Bei dem Tempel hier unten. Ich sag, TNT kriegen wir auf alle Fälle wieder. Außer ich stelle mich doof an. Vielleicht kriegen wir auch einen Enchanted Goldapfel. TNT ist schon mal einkassiert. Rotten Flesh. Knochen nehmen wir wieder mit. Alles andere würde ich tatsächlich da lassen. Emeralds sind immer sehr gern gesehen. Eisen sowieso. Goldapfel auch. Auch wenn der uns aktuell nicht mehr heilt, weil wir auf unser Trinken auch achten müssen. Ja gut, der Tempel war ausbaufähig, aber wir kommen klar. So würde ich vorschlagen, reisen wir weiter in den heißen Süden. Dann schauen wir mal, was das Abenteuer noch für uns bereithält. Schließlich müssen wir unsere kleine Stadt erweitern und noch lebenswerter machen. Nur so können wir es schaffen, sie zu einer blühenden Metropole auszubauen. Aber auch unsere Abenteuerlust sollte nicht zu kurz kommen. Und wir müssen sie weiterhin stillen, indem wir neue Strukturen entdecken und neuen Gefahren trotzen. Macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat's euch!